Und weiter geht's hier auf der Suche nach der Saat. Da fällt mir gerade 7 Teile ein. Wir sollen ja eigentlich Saat einsammeln. Dazu müsste ich die auch mal im Fernkampf umhauen, ne? Okay, hier haben wir eine Saat. Wir haben ein paar neue dabei wieder. Ich glaube, wir können in die nächste Runde gehen, oder? Können wir in die nächste Runde gehen? Ja, wir können in die nächste Runde gehen. Ja. Wir haben ein paar neue dabei, nämlich den Wolf-Scout und den Direx. Bruder Direx. Der Wolf-Scout ist eher... Nee, das ist der Wolfi. Das ist der Wolf-Scout. Der Direx ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Der ist im Moment ein... der hat sowohl Fernkampf als auch Nahkampf. Und der Wolf-Scout ist voll auf Fernkampf. Der hat sogar hier diesen merkwürdigen Schuss, den ich noch nicht ausprobiert habe. Das Astralziel, das muss man mal ausprobieren. So, da haben wir unseren Redbeard. Die kommen auf uns zu. Das heißt, Redbeard erstmal hier hin, gell? Da sind sie nämlich. Oh, zwei... Das könnte unangenehm. Ja, das sind zwei große Kerle. Das sind zwei große Kerle. Die können uns natürlich, glaube ich, auch dieses Ding auf den Kopf schmeißen, oder? Könnte ich das machen? Das wäre natürlich unangenehm für beide. Komm, das machen wir mal hier. Redbeard. Mach mal Schubsi, komm. Mach mal Schubsi. Kriegen jetzt beide mal eine Säule auf den Kopf, die armen Kerle. Das ist eine blöde Idee, ne? Ihr zwei Kerlchen. Das ist eine blöde. Wo ist denn der eine hin? Ach, guck mal, der hat sogar automatisch... Hat er? Nee, hat er nicht. Der kann sogar noch einmal schießen. Das ist ja unglaublich, was der alles kann. Also Redbeard, du machst ja hier gerade... ein Hackmack. Wächter der Saat, warum das denn jetzt? Null Verstärkung übrig. Ach so, das war's schon. Wir müssen uns nur noch... in Deckung begeben. So, das heißt, der Redbeard, der kriegt definitiv gleich ein bisschen was auf die Mütze. Wir hier auch. Um welche wollen wir uns kümmern? Um die da? Ich würde sagen, um die da, ne? Ja. So, das heißt, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Standing ready. Yeah. Yeah. So. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir nehmen mal hier unseren... Wo ist denn unser Fernkämpfer? Der Wolf-Scout. Den positionieren wir mal hier hin. Wir werden auch von da kommen. Ah, schwierig. Schwierig. So, da könnten wir hingehen. Und könnten... Bin mir nicht sicher. Können halt auch von da angetanzt kommen, ne? Ob ich jetzt wohl mal ganz schnell hier hinwetze? Weil ich will eigentlich ehrlich gesagt nur mit einem Trupp hier. Will mich nur mit einem Trupp anlegen. Das Problem ist, ja, dann kommt die, dann kommt die. So. Das Risiko. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da noch bewegen kann. Wenn die ankommen. Also wer dann den ersten Zug hat, da bin ich mir halt nicht sicher. Ich mach mal Risiko, komm. Risiko. Wir ziehen mal alle im Schweinsgalopp hier nach vorne. Das ist der Wolfi, den lasse ich mal etwas weiter hin. Damit wir nicht mit zwei kämpfen hier. So. Na, dahin, dahin. Yes, sir. Ach, da kommen auch noch welche. Wie schön. Ach, wie nett. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheinzchen stieß. I sense the enemy emerging. Ja, aber ich bin ja weit weg. So, die haben wir uns schon mal nicht gesehen. Die schalten wir jetzt so schnell es geht aus. Hoffe ich. Blüte steigt. Ja. So, jetzt können wir die nämlich hoffentlich ausknipsen. Redbeard, du zimmerst dem bitte mal so kräftig eins auf die Haselnuss. Wie weit sind die noch entfernt? Weit genug. Die sind sehr weit entfernt. Alles gut, alles gut. Und die anderen sind auch weit entfernt. Wir können uns voll auf die konzentrieren. Das wird ein easy going. Nein. Nein, zurück. So.
Ehrlich gesagt, womit wir anfangen können, wir können mal den Wolfscout loslegen lassen. Der Wolfscout hat nämlich was Schickes. Weiß nur nicht, ob er... Welche Reichweite hat denn das? Okay, das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, müsste das gehen, oder? Wolfscout? Lass mal kurz gucken. Jo, würde sagen, dass wir das mal so machen. Tschüssi! Britzel. I must sanctify my rounds. So. Und jetzt haust du da nochmal drauf, Redbeard, und zwar mit gewaltigem Ungemach. Warte mal. Was ist das nochmal? Dieser Hammerhand. Greife ein angrenzendes Ziel an, verursache 3 Schaden. Plus 105. Was ist denn 105% Crit? Will der mich irgendwie vertrollen? Verstehe diesen Hammerschlag nicht. Aber wir müssten den eigentlich mal ausprobieren, aus Jux und Dollerei, oder? Komm, wir probieren mal diese Hammerhand aus. Einmal Hammerhand. Ach, guck mal hier. Ach, ich verstehe. Okay, der Vorteil ist, dass das ein definitiver Crit ist. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall... Rüstungsdurchdringung, wir können ihn auf jeden Fall betäuben. Okay, das ist natürlich ein Vorteil von der Hammerhand, dass der jetzt betäubt ist. Können wir da nochmal drauf juckeln? Ne, können wir da nochmal? Komm. Jetzt hier mal mit einem Psi-Angriff. Und tschüss. Okay. Another one down. So, das hat natürlich den Vorteil, dass der Direx jetzt hier in Deckung gehen kann. Gehen wir jetzt hier alle mal in Deckung. Wir warten jetzt mal. Wir sind ja Space Marines. Und Space Marines haben ja keine Angst. Deswegen gehen die mal hier in Deckung. As you will. So, und der Wolf, der hat auch keine Angst. Er geht auch mal in Deckung. So. It will be done. Machen wir mal nur mal sicher. So, jetzt kommt hier der. Oh. Haben wir den übersehen? Haben die übersehen? Ich fürchte, ja, die haben wir übersehen. Ne, die haben wir nicht übersehen. Wer grollt und tobt hier? Keine Ahnung, irgendwer stinkt da hinten rum. Ey, was ist das für eine Reichweite? Wir haben aber keine Saat eingesammelt, fällt mir gerade 7 Teils ein, ne? Oh, Warpwoge, was passiert da? Ja, das ist okay. Gib dem seine. Was hat er gekriegt? Keine Ahnung, irgendwas hat er gekriegt. 4 LP, na super. Warum sind die eigentlich alle so gepanzert, wenn ich das mal fragen dürfte? Sind das alles... Das sind alles Marines, okay. Eldar! So. Warum treffe ich die nicht? Ach so, weil ich damit nur die Rüstung wegholze. Das ist ja natürlich extrem blöd. Okay. Da müssen wir einige in Deckung bringen. Ja, wenn ich da hier hingehe, habe ich dann noch eine Möglichkeit. Na, da können wir mal draufhauen. Das ist natürlich mit der Rüstung, also das ist eine Menge. Das ist eine Menge Ungemach, was hier auf uns zukommt. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wo war der andere? Der war hier hinten. Na, du musst sowieso, glaube ich, mal nachladen, weil du hast keine Munition, ja, wie ich das ja gerade richtig sehe. So, das heißt, hier hin und nachladen, oder? Oder Granate schmeißen, das geht natürlich auch. Yes, Commander. Praise the Emperor. Angriff oder Rückzug? Angriff oder Rückzug? Ne, wir müssen definitiv angreifen. So, damit killen wir erstmal die Rüstung. Das machen wir als allererstes. With me, my brothers. Komm, Rüstung killen. Fliegen die auch ein bisschen durch die Gegend? Ignore the wounds. Ja, ignore die Wounds ruhig, ist okay. Kann man auf den schießen? Warum kann ich auf den nicht schießen? Weil die Reichweite zu mies ist, okay. Gehen wir da in die Aegis? Oder gehen wir da in den...
mach mal so hier. Komm, er hat noch 2 Punkte. Gehen wir mal da hin. Ja. Yes, sir. Yes, sir. So, ach, das war gar nicht. Verdammt, das war gar nicht reserviert. Wen habe ich denn jetzt in die. Wer ist denn das hier? Teufel nochmal. Mach mal Ausschlussverfahren. Wolfscout. Yes, Commander. Wolfi. Er kam direkt in die Aegis geschickt. Das ist okay. Das ist okay. So, es ist natürlich alles nicht so pralle. Praise the Emperor. Einmal nachladen, bitte. I have sanctified my rounds. So, kann der jetzt schießen? Nee, ne? Kann der nicht. Doch, könnte er. Könnte er tatsächlich. 7. 7 Schuss. Und was heißt das Gelbe da? Das könnte der Crit sein. Den versuche ich mal auszuschalten hier, komm. Den versuchen wir mal auszuschalten. Wie viele Punkte habe ich? Ich habe 2. Das heißt, hier können wir mal einen Schuss mal. Probieren wir mal diesen 9. Ach so, jetzt können wir nämlich betäuben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Rüstungsdurchdringung, bringt mir das irgendwas? Nein. Deaktivieren Fernkampf. Ach komm, wir betäuben ihn. Das ist vielleicht sinnvoller, falls er das überlebt, was wir hier machen. Sehr schön. So, jetzt ist der betäubt. Würde ich mal behaupten, oder? Das heißt, der kann was machen? Der könnte noch eine Handgranate schmeißen. Warte mal, ich versuche gerade hier. Das geht natürlich auch nicht. Wir könnten noch einen Schritt laufen und dann hier vielleicht eine Handgranate hinschmeißen. Das ist das Einzige, was er noch machen kann. Ich guck mal gerade, was der Redbeard noch machen kann. Redbeard geht mal hier nach vorne hin und tut mal das Feuer ein bisschen auf sich ziehen. So, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Komm, holz ihn mal weg. Oder den? Nee, den. Den hier, komm. So, sehr schön. Das war der Redbeard. Und der könnte ihn eigentlich ausknipsen, ne? Und der Wolfi, der, keine Ahnung, der hält die Wacht. Ich gehe mal hier hin. Aus dem einfachen Grund, weil ich will nicht, dass der von. Ey, verdammt, jetzt habe ich die alle Punkte verbraucht. Dann muss Wolfi ihn ausknipsen. Wolfi, erschieß ihn mal kurz. Blauz, sehr schön, Wolfi. Ach, guck mal, jetzt hat Redbeard tatsächlich. Jetzt hat Redbeard nämlich den Dings angeschmissen. Bitte schieß auf Redbeard, bitte schieß auf Redbeard. Ja, sehr schön. Redbeard hat nämlich die automatische Aegis angeschmissen. Komm, willst du nicht auch auf Redbeard schießen? Komm, schieß auf Redbeard. Schieß auf Bruder Redbeard. Bruder Redbeard kann das ab. Ja. Redbeard ist ein Tank vor dem Herrn. Genauso habe ich mir das gedacht. So, da kommt schon wieder so ein Priester an, glaube ich. Was wird das? Er hat mich verseucht. Vorsicht jetzt, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's unangenehm. Ja, die können wir ignorieren. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte die auslöschen. Viel zu einfach. Was ihr mir immer erzählt habt, das wäre so schwer. Ach, viel zu einfach. Guck mal, jetzt wird die. Ich werde sogar vom Schlachtfeld geholt, bevor überhaupt irgendwas. Bevor ich fertig bin. Lächerlich. Liegt natürlich nur an meinen sagenumwogenen Grey Knight Rekruten. Habt ihr gut gemacht. Also, wie gesagt, der Redbeard hat von mir hier diesen Stab gekriegt, auf Anraten seiner selbst. Hat gesagt, ey, dieser Stab, der hat eine passive Geschwindigkeit, 25% am Ende der Runde eine Aegis anzuwerfen. Und die haben wir gerade in Aktion gesehen. Die haben ihm Gott, nicht den Arsch gerettet, aber die haben ihm sehr, sehr leichtes Leben gemacht. So, wir haben 3 Punkte. Wir wählen uns natürlich hier einmal den, was ist denn das hier, Jason, ein Purgator, ja, nehmen wir.
So, jetzt haben wir noch drei. Da können wir ehrlich gesagt hier... Was ist denn das für eine Rüstung? Sieht so interessant aus. Mantel des Willens. Oh. Willenskraft um 2 erhöht. Gib das mal. Das wäre vielleicht was für Wolfie. Und was ist das hier? Was? Ein polnischer Ansturm? Psionischer Ansturm. Meine Güte. So. Ich würde sagen, bestätigen. Du bist mit... Ja, bin ich. Kaserne voll. Ein neuer Ritter ist eingeformt, aber unser Kaserne. Du musst Jay nach Titan zurückschicken oder gegen einen anderen unserer Brüder austauschen. Wie blöd ist das denn? Okay, wir schicken ihn mal. Wir schicken ihn zurück nach Titan. Wie machen wir das? Wie machen wir denn das? Wir schicken ihn zurück nach Titan. So, kriegen wir jetzt hier... Ah, der Redbeard steigt auf. Nee. Redbeard Kalmar, warum ist denn der nur... Achso, der ist Stufe 2, der wird jetzt 3. So, das heißt, der kriegt hier einen weiteren Rüstungspunkt und eigentlich noch einen weiteren hier da rein. Dann haben wir nämlich... Was haben wir da noch? Bollwerk. Visiere einen Ritter in einer Reichweite von beliebig an und transferiere... Für einen Zug die Rüstung. Was ist das da? 3 Rüstung. Zusätzlich 3 Rüstung für die Aegis. Ist natürlich auch nicht schlecht, weil der die Aegis ja automatisch anwirft. Das ist dann quasi ein unüberwindbares Etwas. Oder hier rein. Ne? Also beides ist eigentlich sinnvoll. Ja, komm. Da der die Aegis automatisch anwirft. Zack! So. Redbeard, wir machen aus dir einen Tank, da legst du die Ohren an. Und keiner ist verletzt. Bin begeistert. Was ist jetzt los? Achso, ich bin fertig. So. So, wir gehen aber trotzdem mal kurz hier nochmal rein. Hier, ich will noch mal, nämlich noch was anpassen. Und zwar in der Kaserne. Wir haben jetzt mehrere Sachen gekriegt. Der Wolfi hat meiner Meinung nach... ich guck mal ganz kurz, wo ist denn der Wolfi? Ist ja unser Heiler. Der Wolfi ist schon wieder weg. Da unten ist er. Dem fehlen auch nur noch 4 Punkte. Dann steigt er auf. Können wir dem eine andere Rüstung geben? So, der hat ja im Moment die stinknormale Servorüstung. Dann hätten wir hier noch was. Was ist denn das? Lebenspunkte plus 4. Die braucht er eigentlich nicht unbedingt. Plus 0 Willenskraft. Das ist natürlich eine tolle Rüstung. Plus 2 Willenskraft finde ich da schon genialer, weil der Wolfi muss ja heilen. Und zum Heilen braucht man diese Dinger da. Außerdem hat er plus 2 Lebenspunkte. Das ist okay. Und man kann die Willenskraft weiter raufsetzen. Das heißt, der Wolfi kriegt mal diese feine Rüstung hier. So. Dann hat er jetzt insgesamt nämlich 17 Lebenspunkte. Das ist nicht so dramatisch, aber 11 Willenskraftpunkte. Das ist gar nicht mal schlecht. Das heißt, wir könnten das Ding vielleicht mal rausnehmen hier. Und könnten da sagen, hier komm Wolfi, du kriegst mal bitte einen Servoschädel zum Heilen. Was kostet uns der Spaß? Was kostet denn der Spaß, das Heilen? Das kostet doch was, ist die Frage, wie viel? Munition. Ich nehme mal den Servoschädel. Hier, ausrüsten. So. Das heißt, der Wolfi wird jetzt langsam zu einem richtigen Heiler. Das ist gar nicht mal so blöd. So. Hatten wir noch irgendwas? Wir hatten noch andere Rüstung gekriegt, ne? Für zum Beispiel, wer ist denn hier? Interceptor, der Gruppi hat. Hatte das irgendwas? Ausrüstungsset? Ne, da hatten wir nichts Neues. Da hatten wir auch nichts Neues. Wir können höchstens mal gucken. Wir haben ja... Gupi möchte ich gerne bei den Falcons belassen. Das hatten wir ja schon. Weihestab, das lassen wir auch. Ein Dämonenhammer. Psy-Schwert zurück. Was haben wir denn hier für... Fernkampfwaffen. Wir hatten neue Sturmbolter. Ne? Wir haben... Ach, so viele Sturmbolter. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Was haben wir für eine Rüstung noch gekriegt? Was
Ist ditte? Ach, das hat er schon. Da brauchen wir eben auch nichts. Ja, können wir so lassen. Ritter auswählen. So, wen hätten wir denn da noch? Dyrex. Wäre der Neue, ne? Dyrex ist der Hans Dampf in allen Gassen. Komm, kriegt der Dyrex halt eine neue Rüstung hier. Neuer Rüstungstyp, komm. Kriegt er entweder... Ach nee, die sind alle schon ausgewählt. Okay, zurück. Wir haben sie ausgerüstet. Das sieht alles schon mal gut aus. Das heißt, wir fliegen jetzt... Wo kommen wir denn noch hin? Naja, höchstens hier hin, ne? Komm, das schaffen wir noch. Zip. Ach, läuft das fluffig alles gerade. Das sind meistens die letzten Worte vor dem Desaster. Das läuft gerade ganz gut. Rums. Schaffen wir das noch? Was ist denn jetzt passiert? Aufbau der Daten. I have studied your report in detail, Inquisitor. It is clear the servants of the Plague God have been more active in your sector. However, there is little evidence to suggest this has grown. Nein, eine Pandemie. Galactic pandemic. If I may. Not yet. To be frank, the Baleful Edict is too damaged to be of use in more active theaters. So, I will for the moment permit its continued deployment under your care. Might I then? No, you may not. I grant you the use of my ship to keep your histrionics to a minimum, but this is the limit of my generosity until you provide more convincing proof of this theory of yours. I trust that in the meantime you will keep out of the commander's way and let him serve the Imperium. He dismisses my research out of hand. The Grand Master is no friend to the Inquisition. Are we not allies in this eternal war? The Grey Knights have served as chamber militant for 10,000 years, but Vardan Kai has had a sour history with your order. Still, he is a man of utmost principle. If we can more clearly quantify the growing threat of this plague, I'm certain he will offer more support. Commander, what would you have us do? Huh. Also der unsympathischste Charakter wurde gerade abgelöst. Vorher war es die Inquisitorin, jetzt ist es Vardan Kai, der Großmeister. Wir werden unsere Pflicht tun, übergehen, mehr Unterstützung zu erhalten, was das auch immer heißt. Das werde ich auf keinen Fall tun, weil dann ist ein Apothekarius weg und wir haben nur einen. Ein Apothekarius wird für einige Zeit schicke. Du wirst eine Saat verlieren. Haben wir keinen. Okay. Also, wir werden unsere Pflicht tun und nach Kai vorgehen, oder wir brauchen mehr Unterstützung. The Commander has a point. I've heard your Seventh Brotherhood has close ties with the Inquisition. Perhaps we could appeal to them for help. The Inquisitor's ignorance can be excused, but I am disappointed to hear this line of thinking from you, Commander. The Armory of Titan is under Kai's exclusive purview. Any attempt to undermine him will see us rightfully sanctioned. So eine Scheiße. Jetzt ist er stinkig geworden. Warum kann ich denn hier nichts... Ach so, weil das überall zwei Requirierungen erfordert. Super, toll. Also, ich habe weniger EP und ich darf auch hier nichts ausgeben. Prickelnd, bestätigen. Ja. Bin begeistert. So. Bist du mit... Naja, zufrieden nicht, aber... So. Weniger Erfahrung. Ich bin ja richtig begeistert. So, da sind wir. Was haben wir da so als Gegner? Das sieht ja alles relativ Mittelgefahrenstufe. Oh, oh. naja. Mission starten. Ist das eine Servorüstung? Ja. So, Mission abschließen, bevor du 20 Schaden erleidest. Das machen wir definitiv nicht. Ich muss vorsichtig bleiben. Bestätigen. So, das ist eine mittelschwere Operation. Ich bleibe mal beim Redbeard. Der muss weiter Tanky Tank machen. Den Wolfi lasse ich auch mal drin, weil er kurz vorm Aufstieg ist. Darex hat sich gut geschlagen. Den tauschen wir mal aus. Der ist ja auch schon Stufe 3. Ritter austauschen.
Wen nehmen wir statt Direx? Den Pingpong nicht, der ist noch Aua, der hat noch Aua. Goopy, Wolfscout, Taller Ghost war lange nicht mehr, ne? Taller Ghost ist, glaube ich, ja, der hat das Ding. Okay, lass nochmal kurz in die Fähigkeiten gucken. Ja, Taller Ghost habe ich voll in den Fernkampf gesetzt, und zwar mit einem schweren Bolter, glaube ich, ne? Hat der einen schweren Bolter? Darings Tücke. Ist das ein schwerer Bolter? Ich glaube, das ist ein schwerer Bolter. So, den nehmen wir mal. So, das heißt, wir haben Wolfie, wir haben Taller Ghost, und dann nehmen wir für ihn hier, den hatten wir auch lange nicht mit. Der Neil war natürlich auch lange nicht mit. Der hat vor allem... Ja, wir haben hier eine Menge, die lange nicht mit waren. Hier die ganzen Zweier, ne? Die können wir mal alle... Die könnten wir alle mal mitnehmen. Dann nehmen wir mal den Neil mit. Dann haben wir wenigstens was zum Verheizen. was hat der für Fähigkeiten, der Neil? Der Neil ist ein Hin- und Her-Flitzer und Zerhacker. Alles klar. Dem würde ich ja eigentlich gern so eine dicke, fette Zweihandwaffe in die Hand geben. Vielleicht eine Ellebarde. Ne, die ist schon weg. Okay. Was haben wir da noch? Was ist denn noch eine Zweihandwaffe? Ein Dämonenhammer. So, ist das eine Zweihandwaffe? Ich bin mir nicht sicher. Wobei das eigentlich auch nicht so doll. Das bekommen wir uns im Prinzip. Was ist denn ein Krotius? Ach, vergiss es. Ne, dann lassen wir ihn bei dem Psi-Schwert. Wir können ihm höchstens dieses Psi-Schwert geben, damit er etwas besser ausgerüstet ist. Dann macht er nämlich Crit-Schaden. Einen mehr. Sehr schön. So. Wen haben wir denn jetzt? Wolfi, Taller Ghost und Neil. Wollen wir das so machen? Das machen wir so. Haben wir dafür genug Heilung? Wir haben genug Heilung. Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, go. Mittel. Ich glaube, das ist die erste mittelschwere Mission, die ich mache. Wird natürlich auch ohne Probleme funktionieren. Weil wir für den Imperator kämpfen. Wie sieht denn der aus in dem Bild? Nicht so angenehm. So, und wir brauchen verdammte Gensaaten. Die kriegen wir aber nur, wenn wir am Nahkampf einen Crit machen. Hast du gehört, Neil? Loomspawn located. Teleportation converging on an abandoned transportation hub. Our enemy's strategy is clear. The bloom settles in our Imperium's collapsed infrastructure, safe from watchful eyes, but close enough to the huge populations it plans to feed upon. So, wollen wir mal gucken, wo ist denn... Den Blütenwuchs suchen und zerstören. Was zum Henker ist der Blütenwuchs? Das ist neu. Gut, die einfache Sache ist natürlich, wir können nirgendwo hin, außer geradeaus. Ich weiß ja nicht, was der Blütenwuchs ist. Wir werden es sehen. So, komm, Redbeard. Redbeard sieht übrigens extrem geil aus, wenn ich das mal sagen darf. Das meine ich total platonisch. So, Redbeard, ran da. Advancing. I sense their presence. The presence. So, das war der Redbeard. Dann nehmen wir mal den Goopy. Your command? Nee, den Nihilus. Entschuldigung. Der hat aber dieselben Fähigkeiten wie Goopy. Insofern ist schon richtig. It will be done. Ja, Nahkämpfer. So, wen haben wir da noch? Ready to serve. Dann haben wir hier den Wolfi Adantor, den unseren guten Heiler. Den holen wir hier mal ran. It will be done. Blütenwuchs. Wie sieht ein Blütenwuchs aus? Yes, come on. Und wer ist das? Taller Ghost mit der großen Spritze. Ich dachte, das wäre ein Psi-Bolter, aber ich glaube, es ist einfach nur ein schwerer Bolter. Naja, ich hoffe, das war kein Fehler. Nein, wird schon gehen. So. Wo ist... Ja, wir können nach links gehen. Wir können nach rechts gehen. Ich glaube, rechts haben wir eine größere Chance, oder? Auch wenn da böse Jungs sind. Okay, gehen wir nach rechts. What is my will? Wo gehen wir denn hin? Da? Hä? As you command. Ich
gucke gerade mal, hab ich das? Ja, ich habe das noch zur Auswahl. Okay, okay, okay. So, du bleibst da. Yeah. Das ist Wolfie, den nicht vielleicht ganz nach vorne. Den toller Ghost, ja. Also eigentlich, yes, eigentlich muss der Neil nach vorne, ne? Der Neil muss hier. Wir gehen hier oben. Wir gehen mal oben rechts lang. Also hier so lang, ne? Standing ready. Der taller Ghost, der kann auch mal hier. So. Moving now. Und Wolfie. At your command. Im Schlepptau. At once. So, Zug beenden. Blüte steigt. Die steigt verdammt schnell. Das gefällt mir gerade gar nicht. Dann war da noch ein Punkt. Das nehmen wir mal. Wo ist der Blütenwuchs? Und wie sieht er aus? Ah, hab ihn Nee, ist er nicht. Kommt ruhig zu mir. Ja, ja. Commander, we've made contact with the enemy. With the enemy. Aber wo ist der Blütenwuchs? Da ist der Blütenwuchs, glaube ich. Okay. Wenn wir da noch ein bisschen rangehen, können wir den was direkt auf die Mütze schmeißen. Wollen wir das machen? Ich würde sagen, das machen wir. Ja. Ja, wenn wir hier noch hier rangehen, dann können wir den was auf den Kopf schmeißen. Ich glaube, hier sollten wir besser in Deckung sein, ne? Hier gehen wir mal in Deckung. Gehen wir mal hier hin. So, und dann schmeißen wir mal ein Granätle. Warum? Jetzt geht's. Warum ist das Granätle so schwach? Was ist das für ein erbärmliches Granätle? So, komm. Und schwupps. Grüße vom Redbeard. Fliegen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. Das ist vollkommen okay. Jetzt könnte der Redbeard noch einmal schießen. Dann ist der hinüber. Naja, fast. Ist nicht ganz. Was ist das da? Ach so, das ist Vorsicht. Vorsicht. Kann man da einen Psi-Bolt auslösen? Ja, komm, einmal einen Psi-Bolt. Weg mit dem. We are the Hammer! We are the Hammer! So, ich hoffe, Redbeard schmeißt seine Aegis an. Wir haben allerdings nur eine. So, Neil müsste. Ich habe ja eine Idee für Neil. Wo ist Nihil? Nihil ist ja unser Teleporter. Warum kann der sich nicht teleportieren? Wo ist denn seine. Man sieht kaum, wo der. Okay, da. So, pass auf. Nihil kriegt jetzt mal zwei Zusatzpunkte, würde ich mal sagen. Der hat allerdings eine relativ kleine, kleine Reichweite. Ready to serve. Wolfie, das ist Wolfie, das ist Taller Ghost. Vielleicht erstmal Taller Ghost machen lassen. Jetzt dürfen wir nur nicht zu. Von hier aus trifft der ja nichts, oder? Taking position. Taller Ghost. Treff ich da hinten was? Nee, eben nicht. So, wir gehen mal hier in die Aegis. The Emperor Protect. So, die Emperor Protect, jawohl. Praise the Emperor. Und dann haben wir hier noch unseren Nihilus. Also ehrlich gesagt würde ich Nihilus gerne mal. Hier, komm, wir machen das mal. Zack. Und zack. Ja. Hat das jetzt geklappt? Nein, hat nicht. Behandelt jetzt nochmal. Zack. Hat Neil jetzt 4 zur Verfügung gekriegt? Ne, hat er irgendwie nicht, oder? Irgendwie hat er keine Punkte dazu. Was habe ich denn gerade angeklickt? Was habe ich denn da gerade angeklickt? Irgendwas ist da gerade schief gegangen. Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Irgendwas ist da gerade schief gegangen. Ich
hasse es. Yes, Commander. Super. At your service. Schade Schokolade. So. Schade, schade Schokolade. So. So weit kommt er leider nicht. Das ist das Problem. Gliding through the room. Kann man da hin? Ne, da kann man natürlich nicht hin. Kann man auch nicht. Super. Nihil, du gehst mal hier hin und gehst bitte mal auch in die Aegis. Das war jetzt total für den Eimer. So. Jetzt haben wir nur noch Wolfi. Den lassen wir mal bitte ganz hinten vor. So. Das hat natürlich alles gerade nicht so gut geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Wolfi Aegis. So. Redbeard schmeißt zum Glück, ihr habt's gesehen, die Aegis an. Jetzt kommt er an und macht wahrscheinlich irgend so eine AOE. Naja, naja. Geschwollenes Fleisch. Okay, das ist harmlos. Also, noch. Du stehst da blöd. Nein, nein. Haha. Okay, da habe ich nochmal Glück gehabt. Das ging alles gut. Noch. Moment mal. Warum bist du da durch die. Achso, das war die Rüstung. Ne? Ich glaube, es war nur die Rüstung, die er da. Jetzt kommt auch noch eine Woge. Was hat die Woge bewirkt? Nurgles am nächsten Drehzug erscheinen Seuchenzonen. Okay, da können Seuchenzonen sein. Das ist okay. Das stört mich gar nicht. Jetzt macht Wolfi folgendes. Wolfi knallt hier auf diese Dinger, glaube ich mal, oder? Geht das? Ob das wohl geht? Oder kannst du das? Kannst du auf diese Dinger da schießen? Geht nicht. Warum nicht? Weil die im Weg sind. Sehr schön. What is your will? Das ist ja unser. So, du teleportierst dich hier hin, dann machst du den Palat. Oder noch besser vielleicht sogar. Nee, da stieg in der Pest, glaube ich, ne? Der muss auf jeden Fall weg dahin. Nurgles Umarmung. Ist das jetzt wieder zur Verfügung? Nein. Das irritiert mich. Ach, das war. Moment mal. Das war die Heilung. Nee, es war nicht die Heilung. Ich weiß nicht, was hier kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Können wir da drauf und dann auf das Ding da schießen? Das wäre mir eine große. Hier, geh mal da rauf. Und dann schießt du. Und zwar einmal auf das Ding hier. Erwischt das jemand mit? Oh, das erwischt den mit. Das ist natürlich blöd. Dann machen wir das nicht. So, dann schießen wir erstmal hier. Was ist denn psionischer Ansturm? Nee, machen wir nicht hier. Oh, ich würde mal sagen, ich habe einen Crit gemacht. So, dann können wir auf den da hinten schießen. Nee, das geht nicht, ne? Das ist zu weit weg. Auf den können wir auch nicht schießen. Das lassen wir auch. Das kann der Wolfi heilen. Komm, das muss gehen. Dann machen wir da oben mal das an. So, jetzt kann uns sie. Kann sich nämlich er hier teleportieren. Andererseits, das ist so eine Frage. Warte mal, jetzt kann er hier weg. Und kann auf diese Kiste da schießen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. So, rüber hier, Redbeard. Nein, noch nicht. Noch nicht, bin noch nicht fertig. So, ich würde mal sagen, das ist eine sehr schöne Idee. Boah, da kannst du lachen, so viel du willst. Holst dich trotzdem weg. So. Na. Einmal Aegis anschmeißen. Was ist denn Warpladung? Was macht denn Warpladung? Da hat er sogar drei. Ne, das machen wir wieder weg. So viel Aegis brauchst du nicht.
Erstmal die ganz normale Aegis. Ja. Wir machen es mal vorsichtig, ja. So, dann haben wir hier den Wolfi. Der Wolfi kann ehrlich gesagt mal ein paar Mal schießen. Ja. Was ist denn, wenn ich den Psi-Bolt nehme, dann haut der Wolfi ihn direkt weg. Komm, das kannst du mal machen, Wolfi. We slay the darkness. We peace shall overcome. So. Bitte mal nachladen oder Aegis? Lieber mal Aegis. So, und dann haben wir hier noch den Wolfi. Und der Wolfi geht... Ach, das war der Wolfi. Okay, vergiss es. Ist hier jemand verletzt? Müsste ich wen heilen? Nee. Der Wolfi nicht zu dicht dran, weil der macht sonst AOE. So, du gehst mal hier hin und schmeißt auch die Aegis an. Wir machen es mal vorsichtig. So, war es das? Ja, ich würde sagen, zu beenden. Ah ja. Ach, der hat die Rüstung durchbrochen. Wie unangenehm. Naja, ich hau dich jetzt eh weg. Was wird denn das? Was machst du da? Ja, aber kannst du mir mal sagen, was du da machst? Ist egal, ich hau dich jetzt aus den Latschen. So, wir haben hier nochmal böse Jungs und da haben wir die... Der muss auf jeden Fall weg hier. I am here to serve. Das ist Nihil. Komm, Nihil. Wollen wir das mal beenden, Nihil? Wollen wir das mal beenden? Dann musst du allerdings schnell abhauen. Na ja, komm, wird schon gehen. With alacrity. So, ja, jetzt kommt er. Ach, Scheiße, wer ist er denn? Huch! Verteidig den. Der Warpress hat sich geöffnet, Gegner treffen beim nächsten. Das ist aber unangenehm! Da war ich jetzt nicht drauf präpariert. So. Nihil. Was ist denn das hier? Warum kann denn der das nicht? Nihil, mach doch mal kaputt hier. Komm mal. Oh Gott, das ist jetzt aber alles sehr unangenehm. Ich will das auswählen. Warum geht das nicht? Weil ich das schon verwendet habe, vermutlich. So, jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Nihil. Psi-Angriff. Alles, was du hast. Down! So, nochmal Nihil, komm. So. Das wäre Nihil gewesen. Jetzt müssten wir hier durch die Suppe rennen, was natürlich richtig blöd ist. Haben wir noch eine Handgranate? Ne, die haben wir hier verwendet. Nihil wird auf den Lust kriegen. So oder so. Nihil. Hier hin. It will be done. So, was ist denn hier eigentlich die... Das ist die Blüte, ne? Ja, das ist die Blüte. Aber die Kerle werden uns vorher in den Pöter treten, fürchte ich. Wie viel haben wir noch? Wie viel hast du noch, Nihil? Wie viel Munition? Nicht so pralle. Bestätigen. Vielleicht sogar mit Warp-Ladung. Komm. Nihil muss wie der Fels in der Brandung stehen. Wenn nochmal da, Taller Ghost. Taller Ghost hat natürlich auch ein Problem. So, Taller Ghost stellt sich mal hinter Nihil. Kann vielleicht eine Granate schmeißen, weiß ich nicht. Kann er? Es bringt natürlich gar nichts, jetzt da eine Granate reinzuschmeißen. Das heißt, du gehst bitte auch in die Aegis. Und hoffen wir, dass das alles gut geht, was wir hier vorhaben. So, und Wolfi, du heilst mal bitte. So, und zwar mit dem Schädelchen. Den Nihil, weil der wird auf eine Mütze kriegen. Nicht den Nihil, den Redbeard. Ihr wisst, was ich meine. So. Und ich würde sagen, ich sehe schon wieder, wie es weitergeht. Das seht ihr beim nächsten Mal. Das könnte spannend werden. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.